Liebe Genossinnen und Genossen, werte Gäste des Parteitages, willkommen im ländlichen Raum, im Landkreis Leipzig und konkret in der Gemeinde Neukieritzsch, der unmittelbaren Nachbargemeinde meiner großen Kreisstadt Bonner, in der ich nunmehr vor rund 2 Monaten für weitere 7 Jahre als Oberbürgermeisterin für eine zweite Amtszeit gewählt worden bin. Wer wird es mir verdenken, dass ich die Gelegenheit dieses Grußwortes nutze, um diesem Parteitag meine Erwartungen, meine Hoffnungen und meine Wünsche an die Partei Die Linke, an meine Partei nahezubringen? Ich denke, ich muss keinen hier in der Parkarena Neukieritzsch dahingehend agitieren, dass das, was wir gemeinhin als Lebensmittelpunkt bezeichnen, in der Regel eine Kommune ist. Genau in dieser Kommune werden die Auswirkungen von politischen Entscheidungen oder Fehlentscheidungen am intensivsten wahrgenommen. Genau dort wird die Zustimmung oder Ablehnung am intensivsten und in der Regel direkt kommuniziert und das ebenfalls in der Regel bei den greifbaren politischen Amtsträgern. Das heißt, eine Verwaltung und üblicherweise der ranghöchste Vertreter, Bürgermeister oder Landräte werden in die Verantwortung genommen, egal ob sie es zu verantworten haben oder eben nicht. Nun ist das bei positiven Entwicklungen auf der Grundlage von Entscheidungen der Gesetzgeber auf Landes- und Bundesebene kein wirkliches Problem. Nur ist es leider so, dass dies eher die Ausnahme denn die Regel geworden ist. Ich bezeichne bewusst. Ich möchte unsere Aufmerksamkeit auf 2 ausgewählte, aktuelle und brennende Probleme richten, die auf der kommunalen Ebene, von der aus nichts weiter delegiert oder weitergeleitet werden kann, ein erhebliches Konfliktpotenzial in sich tragen. Liebe Genossinnen und Genossen, das medial als dominierende Thema ist der Ansturm von Flüchtlingen und Asylsuchenden auf Deutschland. Die Flüchtlingswelle, so die Medien, erreicht ein historisches Ausmaß. Seit dem Zweiten Weltkrieg waren nie so viele Menschen auf der Flucht, wie es gegenwärtig der Fall ist. Männer, Frauen und Kinder sehen sich dazu gezwungen, aus ihrer Heimat zu fliehen vor Gewalt, Hunger und Hoffnungslosigkeit. Über 4 Millionen Syrer haben ein Land verlassen, das durch den Krieg völlig zerstört ist. Menschen aus dem Irak, aus Afghanistan, Eritrea oder dem Südsudan drängen nach Europa. Wer will ihnen das verdenken und fliehen vor Gewalt, Hunger und Hoffnungslosigkeit? Sie drängen in ein Europa, welches direkt oder indirekt in hohem Maße für ihre Situation mitverantwortlich ist. Ich bin mir sicher, wir als Linke wollen diesen Flüchtlingen in unserem Land willkommen heißen. Das bedeutet aber auch, dass Bund und Länder die Voraussetzungen dafür schaffen müssen. Was ich bisher als kommunaler Verantwortungsträger erleben musste, war unprofessionell und chaotisch. Am 20. August wird ein Kabinettsbeschluss gefasst, in dem Bonner als Außenstelle der Erstaufnahmeeinrichtung für Leipzig genannt wird. Bis auf eine knappe telefonische Mitteilung über den Beschluss gab es keine weiteren Informationen. Seitdem versuche ich gemeinsam mit dem Landrat und dem 2. Beigeordneten in vielen Terminen endlich nähere Informationen zu erhalten. Leider erreichen uns immer wieder unterschiedliche Aussagen. Am Ende müssen es wir, die Kommunen, vor Ort richten. Natürlich wird es beim Aufeinandertreffen der Kulturen Probleme geben. Natürlich müssen beide Seiten um Verständnis der anderen Seite ringen. Und natürlich werden wir uns, der rechten Rattenfänger, zu erwehren haben. Aber ich sehe in den Flüchtlingen und Asylsuchenden kein Problem. Ich sehe die Chancen auf Veränderungen, die sich aus der Zuwanderung dieser Menschen in einen sich Jahr für Jahr weiter entleerenden Raum ergeben. Und ich sehe eine positive Mehrheit unserer Bevölkerung, die bereitwillig Hilfe und Unterstützung anbietet. Meine Stadt beherbergt derzeitig rund 360 Asylsuchende, von denen 220 dezentral untergebracht sind. Wirkliche Probleme gab und gibt es bei uns nicht. Es war mir immer wichtig zu informieren, Einwohnerversammlungen durchzuführen und bei den Bewohnern meiner Stadt um Verständnis zu bitten. Meine Bonnerinnen und Bonner haben mich bis dahin nicht enttäuscht. Nach den derzeitig vorliegenden Informationen werden viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge unserer Stadt zugewiesen werden. Auch dies sehe ich nicht als Problem, wenn ich euch sage, wie viele Menschen mich in den letzten 14 Tagen, seit diese Informationen öffentlich sind, angerufen, angeschrieben, wie viele Sportvereine sich gemeldet haben, um zu helfen. Denn ich bin mehr als optimistisch, auch diese Mehrbelastung als Kommune können wir stemmen. Erst vor wenigen Tagen rief mich ein Chefarzt der Sana-Klinik an und bot die Hilfe seiner gesamten Station an. Und das alles, bevor auch nur ein Flüchtling oder Asylsuchender, um die es heute geht, in der Stadt ist. Das macht mir Mut und gibt mir auch die Hoffnung. Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich der Aufnahme von Flüchtlingen und Asylsuchenden positiv gegenüberstehe.
Ich will sie, weil sie für mich Chance sind und keine Belastung. Ich will euch auch sagen, dass das Problem nicht diese Flüchtlinge sind, auch nicht die Menschen in den Städten und Gemeinden, in die Flüchtlinge kommen, wenn man diese Menschen mitnimmt, informiert und auch deren Befindlichkeiten beachtet. Das Problem ist das langwierige Verfahren zur Anerkennung, das Fehlen einer funktionierenden Struktur bei der Erstaufnahme und einer tragfähigen, belastbaren Konzeption bei der Unterbringung, Betreuung und Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern. Hier müssen wir gemeinsam ansetzen. Ein erster Schritt wäre es schon, wenn das Geld, was vom Bund für Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen in den Kommunen bereitgestellt wird, auch vollumfänglich bei diesen ankommt und nicht Teile des Geldes in irgendwelche Rücklagen des Freistaates gebunkert werden. Womit ich beim zweiten Problem wäre, welches ich euch näher bringen möchte, die auskömmliche Finanzausstattung der kommunalen Ebene. Allein in den letzten 7 Jahren, die ich mein Amt ausübe, konnte ich einen Aufgabenwuchs wahrnehmen, der vom Bund und Land auf die kommunale Ebene durchgereicht wurde. In den seltensten Fällen folgte dieser Aufgabe das dazu benötigte Geld. Natürlich ist es schön, wenn sich der Freistaat Sachsen als Klassenprimus der ostdeutschen Bundesländer in Sachsen in Sachen Finanzhaushalt rühmen kann. Dass dies zum großen Teil zulasten der kommunalen Ebene erfolgt, erleben wir vor Ort sehr schmerzhaft. 2 Beispiele. Bis zum Ende des Jahres 2019 müssen die Finanzbeziehungen zwischen Bund und den Ländern neu geordnet werden, weil dann der Solidarpakt II und die Regelung des Länderfinanzausgleiches auslaufen. Ohne Anschlussförderung sehe ich die Finanzhaushalte der Kommunen am Ende. Die Ergebnisse der Gespräche zwischen den Ländern und dem Bund ist derzeitig gleich null. 2. Beispiel. Mit Gesetzgebung des Bundes und des Freistaates wurden die Kommunen verpflichtet, ihre Haushalte von einer kameralistischen Haushaltsführung auf eine doppische umzustellen. Allein die Kosten für diese Umstellung belaufen sich in meiner Stadt auf einen 6-stelligen Betrag. Unterstützung des Freistaates und des Bundes war und ist natürlich null. Nun müssen wir Abschreibungen in den Haushalten darstellen und sollen diese Abschreibungen erwirtschaften. Hat jedes Privatunternehmen die Chance, seine Abschreibung gegen den Gewinn seines Unternehmens zu rechnen und damit Steuern zu sparen, ist dies bei einer Kommune nicht der Fall, denn diese, ihr wisst das, ist kein gewinnorientiertes Unternehmen. Die Sinnhaftigkeit dieser Umstellung erschließt sich mir bis heute nicht. Die Folge aber wird sein, dass ab 2017, wenn die Abschreibungen haushaltswirksam werden sollten, mindestens 70% der Kommunen rechnerisch pleite sein werden. Liebe Genossinnen und Genossen, warum belästige ich euch mit diesen Sachen? Die Antwort ist relativ einfach. Wer, wenn nicht wir, müssen die Finger in die Wunden mit gesamtgesellschaftlichem Sprengstoff legen? Wer, wenn nicht die Linken, müssen die Probleme ansprechen, aber auch Lösungen anbieten? Wer, wenn nicht wir, müssen in einem Freistaat, der seit 25 Jahren von einer Partei und deren Beharrungsvermögen politisch geprägt wird, die wirklichen Probleme auf die Tagesordnung setzen? Leitanträge sind wichtig, konkurrierende Anträge und die Diskussionen dazu sicherlich auch. Aber ob diese Diskussion und das Ergebnis dazu die Menschen vor dieser Halle erreichen und bewegen, bleibt zu überdenken. Nehmen wir uns selbst nicht so wichtig, befassen wir uns nicht in erster Linie mit uns selbst, sondern mit den Problemen der Menschen in diesem Freistaat. Ich würde mir von Herzen die eine oder andere starke Botschaft wünschen, die von diesem Parteitag ausgeht, die zum Beispiel nicht die Worte innerparteiliche Grabenkämpfe oder abgestraft enthalten. Die Aufgaben, die vor uns stehen, können wir nur gemeinsam lösen. Dafür wünsche ich euch, dafür wünsche ich uns, dafür wünsche ich diesem Parteitag die Weisheit und Weitsicht, eine ausgesprägte Schwarmintelligenz und viel Erfolg mit einem herzlichen Glück auf.